Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ihr hört noch gar nichts, beziehungsweise ihr seht noch gar nichts, denn es ist immer das Gleiche. Jeden Monat, Monat für Monat, Clash of Clans. Ich meine, früher war es, ja, wie soll man sagen, früher war Clash of Clans schon so ein bisschen anders. Da gab es einfach nur Clash of Clans. 45 Minuten hast du auf den Packer gewartet und dann hast du irgendwann mal deine Angriffe gemacht. Dann kamen die Kriege mit hinzu und so weiter. Und da bin ich ja erst eingestiegen. Ich habe ja die ganz, ganz frühe Zeit gar nicht mitgemacht. Ich bin ja erst 2014 in dieses Game rein. Und aber jetzt haben wir schon wieder die Oktober-Season, also nur noch 3 Monate bis zum Jahresende. Und ja, der Toto legt noch mal ein bisschen los. Was heißt, legt noch mal ein bisschen los? Auch gestern wieder gestreamt. Danke, danke, danke für die Zuschauer, die auch dort wieder ja, so ein bisschen mit uns mitgefiebert haben, denn auch da war es mal wieder so das Gleiche. Ob man sich jetzt aufregt oder nicht, eigentlich bin ich über dieses Alter hinweg, wo man sich aufregt, sag ich mal. Muss ich nicht mehr. Hierüber sowieso nicht. Über den Pass rege ich mich auch gar nicht mehr auf, aber wir sind gar nicht auf dem richtigen Account, sehe ich gerade. Wir müssen erstmal auf den 14er, denn den spiele ich leider im Moment etwas bewusster. Nicht, dass der fertig sein soll oder so, aber oder fertig werden soll. Hier haben wir natürlich richtig fett kassiert. 25 Mille, also volle Vorteile gehabt dieses Mal. Und ist natürlich auch immer ein kleines Problem zum Monatsanfang. Alles ist teuer. Der Pass ist noch nicht, also kannst im Pass im Moment nicht so weit spielen oder man kann ihn eigentlich so weit spielen. Ich habe nämlich eben schon reingeguckt, dass man sagen kann, die Vorteile sind gleich wieder da, dass es günstiger wird, aber schöner worden. Ne, haben wir ja gestern schon nicht gestern schon drüber gesprochen, aber ich glaube, der ist mal wirklich, wirklich gelungen. Das Modell hier hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass vor einiger Zeit sind ja so die 3D-Modellierungen nochmal mit reingekommen. Ich glaube, erstmal in den King, aber ich denke mal jetzt in die anderen Figuren auch, kann ich mir zumindest vorstellen. Und wir machen gleich Nägel mit Köpfen. Wir klicken gleich hier oben drauf. Für 4,99, den gab es auch schon mal günstiger, ne? 4,49, glaube ich, war der im letzten Monat. Warum auch immer, wir holen uns das Ding erstmal. Und machen eben mal den Fingerprint hier. Zack. Da haben wir ihn. Und hat einmal BIM gemacht. Mein Kauf war erfolgreich, hoffe ich. Ja, ich habe auch Geld, alles klar. Mein Kauf war erfolgreich. Und dann können wir jetzt auch in den Pass reingehen. Ich habe schon kurz mal reingeschnüffelt. Und es gibt an den Rewards diesmal nichts zu rütteln, sage ich mal. Es gibt alle Runen außer die Builderbase Gold Rune. Es gibt alle Bücher außer das Universalbuch. Also es gibt ein Baubuch, ein Buch des Kampfes, ein Buch des Zaubers und auch ein Heldenbuch. Nur mal ist ein bisschen wenig vielleicht. Aber wenn ihr die Helden eh schon fertig habt, dann ist das ja nur Verkaufsware. Sieht aber ganz gut aus und es gibt natürlich dann dementsprechend den Meister, oh, entschuldigt bitte, den Meisterworden. Und aber es gibt gleich zu Anfang hier für die ersten 80, 120, 160 Punkte gibt es gleich. Die ersten drei Sachen, also Forschungsboost, Bilderboost und Trainingsboost, ist natürlich nett, dass man das gleich zu Anfang hat. Problem ist nur, dass wenn wir jetzt anfangen zu spielen, oder ich hole jetzt die Minion Sammler, kann ich ja gar nicht abholen. Wie gesagt, man muss erstmal so ein kleines bisschen was ausgeben, bevor man überhaupt dann in den Pass reinschwimmen kann. Ich meine, hier können wir natürlich den einen Angriff machen, da brauchen wir eben nur mal einen Stern. Das geht ja rucki zucki. Und ja, sagte er und spielte hier seine Masse. Sagte er und spielte hier seine Masse. Also nach wie vor mit den Minions ist immer so ein. Es ist nicht immer ein Garant. Ja, ihr seht das, ich lasse auch gerne mal meine Kampfmaschine so richtig ins Messer laufen hier. Der Bogenschütze da hinter der Mauer. Und aber der Tank natürlich jetzt hat ganz gut den Mörser da getankt, beziehungsweise das Flammending sah. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt geht es Richtung Meisterhütte. Oh, da geht es nochmal richtig ab, aber der Ballon war gut abgelenkt, beziehungsweise die Tonne war ganz gut abgelenkt. 47%. Ist nicht schlimm, also ich ärgere mich auch da nicht mehr rüber, wenn das keine 50% mehr werden. Ein Stern reicht uns ja an der Stelle. Und jetzt muss ich aber mal gucken. Das passt soweit, alles klar. So, dann haben wir den ersten hier schon drin. Hier gab es ein paar Gems, alles klar. Und dann haben wir hier die ersten Punkte dabei.
die nächsten Punkte sind sicherlich, da müssen wir, auch da muss man, Leute, immer aufpassen. Denn die Ein-Game-Donation ist noch nicht direkt freigeschaltet. Ihr braucht dafür 40 Punkte. 40 Punkte brauchen wir dafür. Dann müssen wir leider erstmal ein bisschen was ausgeben. Ich würde sagen, wir leveln Pet, damit ich auch dann hier hinten mal endlich die Clan-Spiele abholen kann. 4 Tage habt ihr übrigens noch Zeit, Leute. Und dann leveln wir hier im Pet weiter. Muss mal eben gucken, was ist das teuerste. Das sind alle teuer. Alter, das Jack. Ja, wir nehmen. Das Jack. Wir nehmen ihn hier. Und für 7 Tage. Jetzt nehmen wir das Buch erstmal raus. Dann haben wir schon mal Dunkles ausgegeben. Und wir können dann hier irgendwann das Heldenbuch rausnehmen. Jetzt haben wir noch, natürlich noch eine ganze Menge Gold. Und Elex. Da würde ich sagen, machen wir hier ein wenig. Tja. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? 7 Millionen? Okay, das ist ja jetzt völlig ohne. Also ich habe zwar den Pass, aber ich habe ja noch keine Reduzierung. Und wusste gar nicht, dass das hier alles so teuer ist bei Clash of Clans. Alter, 7 Millionen. Okay, da lobe ich mir echt schon mal. Da lobe ich mir jetzt wirklich mal den Pass. Kann man nicht anders sagen. Und aber wir machen 3 Stück. Wir könnten jetzt natürlich noch ein bisschen was ausgeben. Mein 1-2 Stunden ist aber auf jeden Fall der nächste Bauarbeiter fertig und 18,5. Okay. Müssen wir ja irgendwie machen, ne? Müssen wir irgendwie machen. 18,5. Das heißt dann aber im Umkehrschluss, wir haben dann immer noch knapp 18 da oben drin und können das nicht ausgeben und können das auch nicht reinfahren. Das heißt, wir machen hier noch eine Mauer mit Gold. Wir können sogar 2 machen, oder? Machen wir 2 Mauern mit Gold, 7 Wille nochmal runter. Da können wir auf jeden Fall richtig reinfarmen. Ne, ach komm Leute, wir machen das. Da können wir richtig reinfarmen hier. Und dann geben wir jetzt die 18,5 aus. Ist halt so, in 2 Stunden habe ich ja den nächsten Bauarbeiter. Ein bisschen was haben wir in der Clanburg. Ne, da haben wir nichts mehr drin. Da haben wir ja nichts mehr drin. Und da hat sich ja auch gestern mal wieder was wiederholt. Also auch da wiederholt sich immer mal wieder was. Nämlich, dass man gewinnt oder verliert. Wir haben ganz, ganz knapp verloren, nämlich nur mit 0,8%, haben uns hier gefehlt und uns haben natürlich wieder Angriffe gefehlt. Keine Frage, hier von unseren Schnarchnasen, Maddie und Matterhorn, Leute, ihr beide, so geht das nicht. Wie sollen wir mit euch in der Liga planen? Wir wollen doch aufsteigen, haben hier jetzt noch 1, 2, 14er mit reinbekommen und müssen womöglich jetzt unten doch mit 13ern spielen, weil wir 2 Unsicherheiten haben hier, wo wir nicht genau wissen, greifen die mal an oder greifen die mal nicht an oder was machen die eigentlich? Also ich finde es echt nicht in Ordnung. Ich meine, die beiden hätten das jetzt noch rauskratzen können. Chief August, auch ein Unbekannter. Man hat gestern gedacht, das ist ein Account von mir. Nein, das ist kein Account von mir. Den hätte ich sicherlich mal irgendwie bespielt, weil so schlecht ist der nicht. Ja, und der Frei da unten hat sich nicht mal bonuslos geholt. Ist auch so eine Nase. Im anderen Clan übrigens, kann ich euch sagen, ist noch ein bisschen Platz. Nur um mal kurz auf die Liga zurückzukommen. Im anderen Clan ist noch so ein ganz kleines bisschen Platz. Was heißt ein ganz kleines bisschen? Da sind wir jetzt 12. Da müssen aber 2 abziehen. Chefkoch und Bender spielen nicht mit. Die anderen sind schon mal da. Und dann haben wir da noch ein bisschen Platz für 13er oder 12er. Ich gehe selber womöglich rüber. Das müssen wir hier heute noch ausdiskutieren. Es ist auch da nach wie vor so ein bisschen, na, wie soll man sagen, mühselig will ich jetzt nicht sagen, aber ich fordere mal eben an und dann können wir noch einen Angriff machen hier mit den Bowlern. Das bin ich euch immer noch schuldig hier mit den Schweinereitern. Nehme ich aber nachher auf, vielleicht als 2. Folge für heute oder als Folge für den Samstag. Dann heute Abend streamen wir leider nicht. Also zumindest habe ich es nicht geplant. Ich wollte heute Abend eigentlich weggehen. Und das war eigentlich mein Plan. Wenn das nicht zustande kommt, dann kann es sein, dass wir vielleicht doch live streamen. Ich kann es auch noch nicht sagen, aber geplant ist erstmal, das nicht zu machen. Ich ruder hier ganz schön mit den Armen. Das nicht zu machen und dafür dann aber wieder am Samstag bzw. Sonntag und mal sehen, dann schiebe ich euch das mal ein bisschen nach, sonst läuft das auch ein bisschen weg, dass ich dort etwas noch im Petto habe, was ich euch eigentlich zeigen wollte, es nur noch nicht gemacht habe. Ich würde es ganz gerne dann als Wiederholung und auch live mit euch machen. Unten haben wir noch 4 Paketchen, die wir kaufen können. Ein Paket habe ich mir übrigens gekauft, auch im Stream. Das sind die beiden Bücher gewesen, Ressourcetränke und die beiden
Tränke des Bauens, also dass alles ein bisschen fixer geht, habe ich mal gemacht. Bevor ihr übrigens heute irgendwo einkaufen geht, denkt dran, dass ihr hier oben einen Creator-Code eingebt. Meinen braucht ihr nicht eingeben, ich habe immer noch keinen. Das wird wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr sein, aber ihr könnt dann natürlich MBF eintragen oder Itzu oder Noobs. Das sei euch überlassen, aber unterstützt ruhig ein. Und ihr habt ja gesehen, ich unterstütze auch immer jemanden. Und von daher wollte ich das nur noch mal gesagt haben, dass ihr vorher dran denkt, das müsst ihr alle 7 Tage auch erneuern. Der läuft nach 7 Tagen wieder ab, damit da nicht dauerhaft einer drin ist. Ich meine, ihr könnt natürlich immer den gleichen eintragen, aber ich lasse mir jetzt erstmal spenden und dann gehe ich in die Suche und dann machen wir noch einen Live-Angriff. Bis gleich. Okay, wir können in jedem Fall reingehen und das mache ich euch auch wieder an. Heute gibt es mal wieder ein bisschen Hintergrundmusik, hurra. Und aber den nehmen wir mit hier und habe ja noch die Bowler-Armee dabei und dann nehmen wir eine Karre mit. Wir haben den Warden hier, der ja den, obwohl wer hat denn eigentlich den Lassie? Ach nee, Lassie hat ja da unten, hat er da eine offene Mauer? Tatsache oder was? Hat er da echt eine offene Mauer da unten? Ja, ne? Okay. Alles klar, Kollege. Alles klar. Oh, das ist aber eine schwache Base gerade. Oh, okay, da ist nur das Rathaus 14, glaube ich. Das ist mal wirklich schwach. Okay, so, dann nehmen wir hier den Großen zum Pfanne. Und dann gucken wir mal, wie wir hier weitermachen können. Ich denke mal, oh, da wird jetzt schon, dass der Uhu da auch immer vorfliegen muss, ne? Der Uhu muss da immer irgendwie vorfliegen. Der ist immer am Start, immer davor vor allen Dingen am Start. Und damit ist das jetzt auch schon Geschichte. Dann machen wir eben mal, oh, Toto, nicht den Warden verlieren. Komm. Nicht den Warden verlieren. Okay, schnell weg. schnell den Warden weg. So, den Dicken da noch hinter. Ihn hier, Queen mit rein und dann kann es losgehen. Dann kann es... Oh nein, was ist denn mit meinem Warden los? Ey, was ist mit den Kollegen Warden los? Heilt den mal. Okay, so, da geht er durch. Dann nehmen wir den von dort. Damit er nicht alles, sage ich mal, kaputt macht. Den nehmen wir da. Und einen Frost noch auf der Seite. Denn das ist ja noch eine Seite... Warte mal, ist da oben noch ein Held? Nee, da ist kein Held mehr. Sind sowieso keine Helden mehr da, okay. Dann kann der auch hier ein bisschen mitmachen. Ja, wirklich schwache Base. Wirklich eine schwache Base. Aber auch ganz anständiger Lot. Und ich meine, wenn wir schon sowas präsentiert bekommen, dann nehmen wir das doch gerne mit. Pokale muss ich dann wieder droppen, aber so habe ich jetzt schon mal ja, immer dasselbe gemacht. Also erstmal die Liga wieder gestartet, ganz, ganz locker zum Reinkommen. Und dann werde ich sicherlich heute noch ein bisschen die anderen Accounts auch spielen. Mit dem Avatar hole ich mir natürlich wieder den Pass, auch wenn ich dort nur noch oder fast nur noch Mauer machen muss. Aber das ein oder andere Kanönchen ist da auch noch offen. Und ich wollte aber in jedem Fall bis zu den ersten Sachen den Pass spielen und habe jetzt eben auch auf den anderen Account nochmal geguckt. Habe eben auch nochmal auf den anderen Account geguckt, Leute. Und ist natürlich auch ein Wort zum, ist auch ein Wort zum Sonntag hier. Und zwar dieses Game hier. 60, ich habe erst gedacht, okay, 60 von den Raketendingern da zerstören, aber ein Bilderhall 9 hat ja davon 5 Stück, also so lange dauert es denn doch nicht. Es geht irgendwie. Alles andere geht auch, das ist ein paar Zauberspielen. Seht ihr, das war jetzt ein einziger Angriff, 12 Zauber. Das geht ruckzuck hier. Dann haben wir die ersten Punkte schon drin, 100. 200, ich denke mal, bis auf das hier, da müssen wir ja natürlich erstmal jetzt die Liga starten, der bleibt erstmal ein paar Tage länger drin, aber alles andere beim Heilzauber habe ich jetzt gleich. Wenn ich die Hock spiele, geht relativ schnell, man kommt schon recht schnell in den Pass rein dieses Mal und vor allen Dingen in die ersten Genüsse hier mit bis 160 Punkte, man kommt ja eigentlich schon viel, viel weiter, lohnt sich in jedem Fall. Und ich hoffe, ihr kauft euch den Pass auch. Denkt bitte dran an den Creator-Code, den ihr dort eingebt. Wandelt weise und ja, es ist nicht immer das Gleiche hier im Spiel. Ich hätte fast gesagt, der Endboss ist immer anders. Je nach Instanz oder Dungeon, wo du gerade bist. Aber das gibt es hier bei Clash of Clans nicht. Und ich hoffe, das hat euch aber trotzdem gefallen, dass wir mal
wieder das Gleiche gemacht haben und noch weiterhin das Gleiche machen werden. Ich wünsche euch in jedem Fall ein schönes Wochenende. Kommt gut heim. Bis dahin, euer Toto. Echt.